Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur F1 2018 im Mega-Koop-Saison zum großen Finale. Wir ziehen das Ganze ja ein bisschen vor, weil F1 2019 schon in den Startlöchern steht und sobald ja, der neue Titel da ist, möchte natürlich niemand mehr den alten Teil spielen. Und vor allem, ja, ihr habt es ja mitbekommen in den letzten Wochen, Monate. Der Titel war jetzt nicht unbedingt bugfrei, so auch heute nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, schon wieder geschlagener 30 Minuten gebraucht, überhaupt eine Lobby zum Laufen zu bekommen. Furchtbar, egal. Mit dabei heute auf jeden Fall Duki, Ava, Kai, Viper, Egor und Marvin. Grüßt euch. Hallo. Moin. Moin. Moin, moin. Moin, moin. Ja, hallo. Alle da, bis auf Maxi. Der musste leider absagen, aber er hat eh gesagt, hey, ich kann nicht mehr Weltmeister werden und mir geht's nur um Weltmeisterschaft und so. Und richtig abgehoben, der Typ, er geht gar nicht. Nein, Spaß, hat er nicht gesagt. Aber ich hätte das so gemacht. Bitte. So, egal. Auf jeden Fall, ja, wir losen aus. Wir haben natürlich Abu Dhabi im Lostopf, weil es halt in der echten Formel 1 die Finalstrecke ist. Aber wir wollten uns trotzdem die Option offen halten, weil es das ganz große F1 Megacup-Finale ist. Warum es nicht nur einfach das Finale ist, sondern das ganz große Finale ist, werde ich gleich nochmal sagen. Aber wir haben natürlich Abu Dhabi im Lostopf, wir haben den Red Bull Ring mal noch reingenommen, Kanada und Monza. Alle anderen Strecken, die wir noch nicht gefahren sind in der Saison, haben wir jetzt einfach mal weggeschmissen. Ja, oder wie Duki gemeint hat, wir haben einfach, es war ein Loch im Sack, im Lossack. Wann habe ich das denn gemeint, Ray? Haben wir einfach die Aufnahme neu beginnen müssen? Wir müssten, glaube ich, die Aufnahme neu beginnen, weil wir ein massives technisches Problem hatten, weil da hat einfach jemand sich verdrückt. Quatsch. Wer verdrückt sich denn? So ein Anfänger. Das verstehe ich auch nicht. So, egal. Ich lose aus und es ist Spannung. Balada. Es ist Monza. Hey! Im Finale. Im Übrigen, beim ersten Take war es Kanada. Fand ich cool, aber es ja. war so klar. Es hat irgendjemand keine Leistung zu erwarten. So, ja, so, hier, ich war ja, Zuschauer. Sehr gut. Vielleicht werde ich im Laufe des Rennens recht am Anfang in den ersten 5 Runden wieder zum Zuschauer werden, aber erstmal kann ich mitfahren. Boah, Monza, ey. So positiv. Das auch schon ganz viele Rennspiele Woche oft gesehen. Ja, Monza ist halt sehr schnell, wenige Kurven, aber die gilt's halt wirklich perfekt zu erwischen, ne? Das ist halt die große Frage, ob das halt so gelingt. Genau mein Steckenpferd. Präzision und Konstanz. Der Duki hat einen großen immerhin das Glanz. Ist gut. Topf davon. Großen Glanz, oh Gott. So. Aber man muss auch so sehen, wir haben natürlich auch reelle italienische Bedingungen zu Hause, weil es warm ist. Es riecht nach Pasta. Ja, da nur Regen, Alter, ist ja richtig schrecklich. Nee, ich glaube nicht, oder? Okay, just nee, nicht ein einziger Tropfen. Aber Hauptsache im Rennen ist Wolke, ja, sonst überall Sonne. Kann mir vielleicht eben schnell jemand das Setup durchgeben? Nee, ich muss gerade was anderes gucken. Das kann auch mal vielleicht jemand anders gerade tun. Gerne bitte. Ich bin schon draußen. Dito. Geil. Rausfahren. Schnell. Rausfahren. Wenn mich mein Ingenieur mal rauslässt, ja. Ich kann es ja auch gleich sagen, aber ich muss gerade noch mal was schnell checken. Gute Idee, Jeff. Brie, machen wir. Okay, ich bin zu viel ACC gefahren. Ich merk's. Marvin, was machst du hier? Ja, mein Lenkrad hat nicht... Oh, ACC, was ist denn das? Ist das ein Früchtedrink? Nee, das sind Kopfschmerztabletten. Ah, cool. Nee, das ist die Klimaanlage. Jo, wie wenig Grip hat man denn hier bitte? Das wundere ich mich auch gerade. Ich hätte nicht mit Mediums rausfahren dürfen. Mach doch mal Setup-Anpassungen. Bis wie viel das Saisonrennen ist eigentlich Monza im echten Kalender? 11 oder 12 oder so? So spät. Ja. Oh. Bis Finale nochmal Lecks eingebaut hier oder was? Ja, endlich hast du auch mal welche. Wird aber auch mal Zeit. Oh, da bin ich raus. So, hast du jetzt ein Setup oder? Nope. Ja, warte, ich guck. Eins, drei. Ein bisschen wenig, oder? Normal fährt man doch hier 11-11 eigentlich, oder? Ein Monster.
Ja, ja, ich probiere beides mal. Ja, würde es auch sagen. Nochmal 11-1. 11-1. Interessant. Hui. Ja, kann man machen. Also 1-3, dann 90-85. Ja. Dann obere beiden alles nach rechts, untere alle nach links. Irgendwie Standard. Ja, bald kann ich es auch auswendig. Ja. Dann Radaufhängung ist 6-3-6-3-1-4. Jetzt einstellen. 6-3-6-3-1-4. Sehr gut. Dann haben wir 85 und 53. Ich gehe aber mal, glaube ich, auf stolze 88. Oder 89. Vielleicht, ja, bin auch überlegen. Ja, ist vielleicht besser. Oder 87. Oder 100. 100? Aber komm, warum macht man eigentlich keiner 100? In jedem Rennspiel machst du 100. Aber hier nicht. Weil kein ABS hast. Ach so. Ja, das hast aber in anderen Rennspiel auch nicht. Du machst 100. Egal. Nö, ich meistens nicht. Also, kann man machen, aber dann Flatspot galore. Reifendruck, bitte. 23,4. Ja. Und 23,5. Ja. Das ist aber hart. Mach mal eins weniger. So, und dann 9 natürlich. Was auch sonst. Ach ja, die Lecks sind auch wieder da. Die Werte nicht richtig hatte. So. So, mit Medium rausfahren, sagt ihr? Ja. Geil. Fährt sich gut. Geil. Fährt sich richtig geil mit Mediums. Dann bin ich dabei. Alter, what the fuck? Oh ja, es leckt bei mir auch schon rum, Alter. Läuft wieder. Geil! Geil! So, jetzt kann ich, während ich ja schon mal sagen, warum endlich es das Großfinale ist. Wir haben es ja schon mal eigentlich angeteased, und zwar die F1 Mega-Coop-Saison macht Pause von F1. Also wir werden in F1 2019 zumindest mal nicht zu Beginn mit einer Mega-Coop planen. Vielleicht, wenn 2019 tatsächlich gravierend krass ist im Multiplayer und wir dann doch spontan Bock drauf bekommen, machen wir es vielleicht. Aber ihr müsst nicht auf Mega-Coop-Action verzichten, nämlich die Mega-Coop wird in ein anderes Spiel umziehen. Und ich würde sagen, wir lassen die Katze jetzt einfach aus dem Sack. Ne, die lassen wir morgen im Rennen aus dem Sack. Ja? Noch lassen wir uns ein bisschen schwitzen, was es sein könnte. Und die rätseln. Arme Katze, so warm wie das ist, Mensch. Ja. Und dann im Rennen morgen werden wir dann erzählen, wo denn die Reise so hingeht. Und dann gibt es eine neue Megacoop in einem neuen Spiel. Mal gucken, wie das so ist und so. Mit auch neuen Leuten und natürlich auch den altbewährten Leuten. Und wir haben uns natürlich nichts Geringeres ausgesucht. Mehr Tipps gebe ich aber nicht. Ein Spiel ausgesucht, was mindestens genauso viele Fehler hat wie er. Ja, ich wollte gerade schon sagen, ich freue mich echt, dass wir uns für R-Faktor 1 entschieden haben. Das lässt uns wirklich eine Menge Möglichkeiten offen. Alle GTA 2 Fans. Jo, jo. Oh, ich hab diese Kamerabewegung an, die muss ich ja ausmachen. Boah, leck. Das ist ein Real-Life-Feeling, ey. Ja, yeah, in die Kurve reingucken, aber nur wenn ich lenke. Ja, komm schon. Komm, kein Mission Spin-Off. Mission Deck Now, Alter. Boah, krass. Kacke hier. Kann ja gar nicht. Hast du auch beim Anbremsen, dass es auch quer kommt? Ja. Blöde Kacke hier. Da wird vielleicht umgestellt. Was für eine Kacke hier. Bockt. Letztes Rennen hier. Ich muss erstmal umdenken, damit ich nicht voll in die Bremse reintreten kann. Es laggt sogar in der Boxen, also im Boxeneinstellungsmenü. Ja. Nein, trink nicht. Ach, schade. Sitze ich im falschen Auto. Wahrscheinlich. Welchen würdest du denn lieber? Ja, gut, für Koop-Verhältnisse. Aber für die wahre Mission Spinnau, ne? Kannst mir ja noch Hamilton organisieren, dann kriegen wir das bestimmt engagiert. Ja, mal gucken, wenn du so weiter fährst, startest du bestimmt bei denen dahin. Ja, ist ja auch keine Strecke, ist ja kacke. Hm.
Die wurde aber auch neu asphaltiert, bevor die irgendwie gekommen sind, wa? Für dich ist ja noch gar nichts im Grip. Ey, das Auto ist so ekelhaft beim Anbremsen, da will ich ständig das Heck ausbrechen. Deswegen bist du in der Mauer? Nicht in der Mauer, aber im Kiesbett. Ui, da wär's noch fast so weit gewesen, ey. Ah? Ah ja. Hab ich denn so wenig mitgenommen, ich Trottel? Andere wird die erste Kurve Probleme. Ja, ja, ich stelle mir erstmal die Bremsverdonsion, das kannst du ja nicht schauen. Schon bei 57. Bin auch bei 56%. Deutlich angenehmer. Oh, das geht. Ja, du fährst mit Tiersprit, aber gehe ich von aus, ne? Und ohne DRS. Schweiz. Ah, ohne DRS auch. Ja. Vom Monster braucht man nicht. Das ist komplett. Ja, was heißt braucht man nicht, aber wenn es ein Rennen nicht hat. Ach so, du spielst wirklich. Ja, okay. Jetzt verstehe ich. Wir brauchen fürs Rennen. Ich glaube, wenn der macht, der nicht eigentlich auch nicht gut. Dachst du, wer vorne wegfährt, der braucht kein DRS. Ja, auf der Strecke. Da landet man ja auch gar nicht mal ganz schnell im DRS-Fenster und ist dadurch dann wieder ran, selbst wenn man langsamer wäre. Außer ich natürlich. Motor! Durch mangelnde Skills. Ah, Miststrecke, habe ich auch gar keinen Bock drauf, die zu lernen. Muss man ja auch nicht lernen. Ich weiß jetzt noch nicht. Ja, aber das ist genau das, was ich nicht kann hier. Mistschikanen rausbeschleunigen. Kacke. Ist aber gut, dass du dir den Frust nicht anmerken lässt. Nee, auf jeden Fall. Hatte ich mir auch fürs letzte Rennen gewünscht, Monster. Kannst dich aber an mir bedanken, dass ich sie gesagt habe. Ja. Ehre. Aber Quota rausgenommen wurde. Frechheit. Einzige bei Quota Strecke. Da haben aber zwei Leute gesagt. Und dann war das halt schon systematisch ausgeschlossen. Ja, aber warum war Sao Paulo nicht im Top? Ja, weil da hat auch jemand gesagt. Ja. Ja. Aber was macht ihr denn hier? Team Haas, das ist der Move. Ich bin ja auch so. Ja, bei mir auch, als ich bei dir vorbeigefahren bin, hat's gelegt. Das hier, Team Spin auch. Ja, eigentlich sogar. Ach, warte mal, hier gibt's kein Safety Rating. Kai! Hä? Oh, komm her! Lass mir den Reifen kaputt fahren. Aus dem Weg. Oh, was war das? War interessant aus. Ja, das hat auf einmal, hat mich hat's vor Feedback nach links ausgeschlagen. Oh, und jetzt hat's bei dir bestimmt geleckt, ne? Ja, hat's. Ja, hast einen Satz nach hinten gemacht.
Merkt man auch gleich in der Zwischenzeit, das ist richtig nice. Warum ist der Renault so schnell, Igor? War ich mir auch gerade. Boah. Ich habe halt überhaupt keinen Grip auf der Vorderachse, ne? Oh, jetzt geht er rein. Ja. Wollte noch ein bisschen in Verwirrung der Luft üben. Ja, muss ein bisschen was umstellen. Am Setup schmett ab. Oh. Bisher habe ich noch keinen ganzen Spin hingelegt, aber es war schon mehrmals kurz davor, das ist ganz schlecht. So. Öfter als ich. Ne, dreimal jetzt insgesamt. Ja, so oft hab ich noch nicht hier. Oh, zweimal bin ich hier aufs Kiesbett. Ja, richtig. Und hier den Halbdreher mit Marvel. Ja, das war das eine Mal. Von zweien. Also jetzt mal hier, ne? Und dann in der Schikane gerade ausgefahren. Ja, kein Dreher, das hab ich auch gemacht. Our best lap so far is a 1:24.9. Ich hol mir andere Schluppen, Digga, das geht hier gar nicht. Kannst sowieso die Soft so fahren. Meinst du das, ja? Achte Runde, also damit neunte eigentlich, ab 30% maximal. Ah ne, hinten habe ich ein bisschen mehr. Ganz knapp. Oh. Also Philipp, die Softs fahren sich so viel besser als die Mediums. Ja. Glaube ich. Schönes Gefühl. Oh! Mitten in der ersten Schikane Lakes. Ist ja auch nicht genug geraden hier. Das Runde für Runde. Gleich rausgehen. Nimmst du auf, oder was? Ah, OBS läuft. Engine fired. We're set. Die letzte Folge nicht mehr auch wahrscheinlich. Fang ja auch mal damit an. Wer aktiv regelmäßige COD-Videos sehen will, der schaut bei Philipp vorbei. Was zu denn jetzt? Philipp, der Kanal, der für regelmäßigen Content steht. Ja. Der macht regelmäßiger COD-Videos als ich. Ja. Immerhin. Du kannst ja am Anfang deine Spielzeugautos abzufilmen, Kai. Das wäre doch mal was. So. Ja, es leckt aber ganz schön. Das ist ja Wahnsinn. Übervoll. Eieiei, so eine Rotzstrecke. Ach komm, jetzt hab ich mal nicht so. Magst, wenn man sich in Kurven reinbremsen kann. Also die wirst du wahrscheinlich in dem einen oder anderen Spiel nochmal fahren müssen. Wüsst du nicht welches? Nicht? Ja, Alfonso hier auf dem 8. Was ist das denn? Alfonso, ja. Mit seiner Pizzapritsche. Wer ist die Dinger, diese drei Räder? Reliant. Keine Ahnung. Nee, diese typischen Pizza-Auslieferer-Dreiräder. Trixie, nee, die haben da irgendeinen Namen. Icon-Pfeile. Wenn du einsteigst, sieht er auch nochmal das Radio an und dann so. Sie haben bestellt eine Pizza Salami mit Champignon. Nicht? Oh. Aber nein, ich hatte die Salami bestellt. Für nichts für Champignon. Ist die falsche Pizza. Du machst Kacke, ist gut. Ja, dann mache ich hier die Champignon einfach runter. Hier, puh. Na, was ist die Pizza Salami, Oh ja, okay, dann nehme ich die. Danke. Wie viele Runden gibt's denn? Schön. Keine Trinkgeld oder was? Keine
keine Ahnung. Ich habe über PayPal bezahlt. Ja. Keine Trinkgeld über PayPal, das dabei. Da kommt in so einer alten Britte und bestellt, liefert Essen über PayPal bezahlt. Das ist Nostalgie. Aber ich glaube ja auch, Nostalgie war früher eh besser. So. Nostalgie. Der verpickelte Lachgas mit dabei. Reifen. Wir haben natürlich jetzt schon gut gebumst, aber das war auch der Plan. Alter, super geil. Der Sprungtag. Oh, schöner Leck. Jo, aber was für einer. Leck it to the limit. That's the point of no return. Bestimmt eine halbe Sekunde gekostet. Nur. Ja. Tatsache eine halbe Sekunde. Trotzdem Bestzeit. In der Zeit macht Ray in Dirt Rally 1 einen Backflip. Ja, aber hallo. Oh, meine Barrel Roll. Barrel Roll. Barrel Roll. Barrel Roll. Barrel Roll. Aber ich verstehe auch nicht, wie alle Simracing-Spiele, alle mit Lenkrad bedienbaren Spiele, nicht einfach diesen Kniff sich aneignen, rechts und links gleichzeitig drücken, ist nach hinten gucken. Das ist so. Das gar nicht. Das hat Airfactor schon gemacht. Das macht Assetto Corsa, das hat Project Cars 2, 1, glaube ich, oh, die konnten das alle. Weil ist natürlich unrealistisch, nach hinten gucken zu können im Formel 1-Auto, aber fast so gespart. Ja, ich hab das halt auf dem rechten Stick halt. Oh, schon wieder ein Lag an der selben Stelle. Also ich könnte gar nicht nach rechts und links und gleichzeitig. Damit mache ich mein Dings, mein unten rechts hat ganze Gedöns. Achso, das mache ich mit links. Wie alles im Leben. Genau, weißt du. Hab ich mir gedacht. So, ich glaube, so langsam bin ich wieder drin. Ich irgendwie nicht. Ich geier ja ziemlich langsam hinterher. Oder bist du gleich wieder draußen? Oh, ich muss auf jeden Fall einen Knopf umbelegen. Rechts das Ding reindrücken, womit ich das umschalte, alles ist Pause. Wenn ich da ein bisschen zu fester dran rumstick an dem Stick, dann geht er in die Pause. Das wollen wir nicht. Ach, KI, die habe ich dich vermisst. Nicht. Jo. Schieß mich gleich ab. Zu bremsen wir jetzt. Jawoll! Ja, und jetzt. Kai gedreht? Ah, du bist Sau. Und Strafe? Nee.
Och nee, Ocon. Kai, fährst du bitte rechts? Ich wollte auch mal eine schnelle Runde fahren. Das sieht aber alles andere als schnell aus. Was ist das, DRS offen? Nein. Macht Sinn. Schnelle Runde ohne DRS. Mädels, Freunde. Also Kai, ne? Ja, bist da ja noch. Nix zu ein. Ich hab sogar im gleichen Moment gekonstruiert und trotzdem fahr ich die auf. Jetzt hast du auch nicht eine Strafe. Nein? Als ob es dafür eine Strafe gibt. Ja, natürlich kriegst du, wenn ich bin einmal mit der KI zusammengefahren, habe ich direkt vom Platz mit KI bekommen, ja. Ja, ob es jetzt KI oder ein menschlicher Spieler ist, da macht das Spiel auch keinen Unterschied. Ja, wahrscheinlich. Ich hab eine Strafe gekriegt. Gab's bei dir eine Berührung? Ja, ich bin dir halt leicht aufgefahren, du bist aber eigentlich gerade und dann habe ich die Schikane abgekürzt, hab noch hingeguckt und dann warst du da und bist genau, dann auch aber. Da war halt ein bisschen Spin noch am Start. So, den wollen wir doch mal eben da wegbewegen. Steuerung! Da, Startposten. Okay. 3, 1, 25, 9 mit Supersoft, was ist da los? Hä? Ja, wie gesagt, ich wollte mal eine schnelle Runde fahren, nachdem Ricardo mich in der einen, in der letzten Kurve aufgehalten hatte. Und ohne DRS. Rennsprit, 30 Runden. Ach so, ja, okay. Sah bisher sehr oft im Training so aus. Und im Rennen dann auch nicht besser, richtig? Im Rennen, nee, aber Quali. Das nochmal auf der Strecke hier möglich wäre, aber nee, ich glaube, kurz in dir. Ja, komm, kannst du einen Qualifying brauchst auf jeden Fall. Gib einfach Stopp. Ja, versuchen tue ich's, naja. Keine Special Strategie heute. Und einfach mal einen raushauen. 3 Stopp. Und schön, wie in Baku, kannst du auch der erste Depp sein, der in die Wand fährt. Ja, ist ja hier jetzt nicht wird ganz schwierig. So. Also aber eine kenne ich. Eine kenne ich. Team Spinnau, da die Ecke. Er fährt erste Runde da übers Kies und schlägt dann rechts in die Mauer ein. Ja, ja, genau da. Marvin weiß schon, was das vorhat. Oder du kommst auch halt mein Teamkollege. Du kommst halt Ascari richtig quer raus und schlägst ihn. Das fände ich ja peinlich. Ascari im Griff zu fahren macht Spaß. Come in this lap, please. Box this lap.
All personnel be aware, car leaving. Soll ich Platz machen aber? Ja. Also wenn du nicht auf einer ganz schnellen bist, dann ja. Ja. Okay. Oh. Ja, ich bin jetzt volles Risiko gegangen. Ja, ich dachte, du wärst ein bisschen näher dran irgendwie. Ich hab schon so gehört. Das lief ja spitze. Alter, warum leckt das immer da? Das war aber gerade mega leck, ey. Bist du sogar über einen Meter oder so in die Luft gesprungen. Aber ich habe auch voll viel Lecks heute, also... Hier ist recht leckfrei eigentlich heute. Oh, gerade wo du sagst, hat es bei mir geleckt. Du, das ist richtig, ja. Ich habe deinen Punkt auf der Karte gesehen. Seit wann wir jetzt... Achso, weil ich in der Dingrunde bin. Ja. Übernimm die KI. Die gute Dingrunde. Ding, ding, ding. Oh, die KI leckt auch, sehr gut. Oh, da fährt ein Eggor lang. Oh, mal gucken, warum ist mein Menü verschwunden? Die Zeit nicht so, nicht war das nicht so ein Bug von 2017, dass halt die Menüs verschwinden? Oder das drück mal F2. Wird? Wenn du kein Schwarzbild hast, drück mal F2. F2? Nö, passiert nichts. Na ist gut, okay. Dann halt nicht. Ja. Wow, so wie es rumleckt, ey. Bin ich froh, nochmal dass F2, das... vielleicht hat er nur das Logo weggemacht. Ja, bin ich froh, dass das das letzte Qualifying ist. Qualifying. Nicht so fein. Mhm. Ja, überhaupt nichts fein, ey. Kein Sprit mehr, Philipp? Was jetzt so? Alter! Was soll der? Hä, was macht Eggo? War das Raikön? Der ist dreimal zurückgesprungen. Ja, der Eggo genauso. Ja, die ganze Lobby ist broke, ey. Oh, Scheiß. Achso, Eggo auch? Läh, das habe ich ja noch nie gesehen. Sollen wir nochmal neu aufmachen? Nur Quali? Ja, das bringt wahrscheinlich. Das Spiel ist einfach fucked. Da brauchst du gar nichts mehr. Es war schon mal besser als jetzt. Did you try turning it on and off again? Mann, ey. Ah, wird schon schief gehen. Wie immer. Definitiv. Ja. Fünfter, wie peinlich. Du bist aber nur mit Soft gefahren. Nee, nur mit Mediums. Noch besser. War gelogen. Eine eiskalte Lüge. Piep, 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 piep. Boah, ist so warm gerade, ey. Ihr könnt mich gerne eiskalt anlegen. Das würde, glaube ich, helfen. Okay. Bei mir geht's sogar. Ich bin nur 38 Grad. 38 Grad. Ja, es ist runtergekühlt. Das ging aber schnell. Wegen dem Fahrtwind. Genau. Ich bin nur noch 32, aber irgendwie ist das nicht so anstrengend gerade. Boah, es fällt wieder die ganze KI vor mir raus. Die ist halt schnell beim Rausfahren. Schnell kann man gar nicht rausfahren, wie die. Jetzt backt Kai wieder vor mir raus? Ja. Vor allem, du fährst immer vorher schon einmal raus. Ich lass mir Zeit. Auf der Runde. Ach du Kacke. Was macht Hamilton da? Der bleibt ja auch verstehen. Hey Coaching, wie sieht's aus? Wie bitte? Wie sieht's aus mit Coaching? Presse halten wäre auch ganz nett. Coach, ich brauch Tipps, Presse halten! I know what I'm doing. Der musste näher an den Körper ran.
Ja, weil ich hier auch gerade richtig fahre. Oh, guck mal, ja, hier so wird das aber nix. Hat er sich gedreht? Oder ja, fast? Das Aufwärmen, kennst du auch vom Reifenaufwärmen hinher. Das auch wow, Gaining in wer hat die ganzen Bremsschilder umgenietet? Welche? Nach der Kurve Grande. Hier noch mal. Steht noch da. Bei mir sind sie alle weg rechts. Wahrscheinlich die KI oder so. Oder der KI selber gemacht. Boah, diese Lecks, ey. Das aber wird auf jeden Fall echt schwierig, eine Top-Zeit zu setzen. Ah, ich sehe es gerade, dass die Schilder fehlen. Ja. War ich halt zu schnell im Training, das Spiel. Baut ein Handicap ein. Merke ich schon. Oh oh. Der soll bloß nicht überholen hier. Noch stand nichts von Session aufgegeben, immerhin. Hab grad schon kurz gedacht, das wäre soweit. Ja, da kann ich auch gehen hier. Mann! Rotzschrecke! Ja, das große Finale der guten Laune. Und ja, das wie vorher, also passt. Relax. Ja, die sind jetzt eh alle auf Outlap, wa? Haut der Duke hier einen raus. Knappe Geschichte. Aber fährst du noch eine schnelle Runde? Nein. Das war ich auch nicht. Okay, Duke, was machst du? Ich will jetzt nicht nochmal ganz hart da reinbremsen in die Reifen. Boah, Leck. Die Lecks sind echt heftig. Also es hat mir mega viel Zeit gekostet jetzt in meiner Runde auf jeden Fall. Die beiden Lesmos durch Lecks komplett versaut. Oder zumindest mal die erste auf jeden Fall. Dann fehlt mir das 100-Meter-Schild. Ja, das kann man sich dazu denken. Ich finde, es geht. 50 Meter vor dem 50-Meter-Schild. Ja, einfach 50 Meter nach dem 150, so ungefähr. Bleib rechts, Philipp. Ja. Oh, Leck. Boah, richtig krasser Ego-Leck. Lego. Wo ist eigentlich Kai? Kai, warum fährst du in die Box? Hä? Hey. War stehen geblieben. Jetzt, die Reifen sind ja jetzt, ich bin Arsch. Die habe ich jetzt einmal noch angetestet und werden jetzt weggeschmissen. Danke, Spiel, dass du jetzt dass das DRS jetzt kaputt geht. Wow, Alter, also der Leck war auch gerade nicht günstig für uns beide. Das war aber mir auch mein Fehler. Ich meine, ja, war Leck. Scheißspiel. Ja, war Leck. Da hätten wir uns fast abgepixelt. Ja. Ja, vor allem, man muss halt immer bedenken, so pro Leck kostet dich das in der Regel hier im Spiel 2 bis 4 Zehntel oder so. Das ist echt auf so einer Strecke dann halt echt richtig bitter. Ja,
Ja, ich habe auch ein bisschen Angst vor Windschattenduellen, vor allem, was irgendwie Nahkampf. Ja gut, ich werde auf jeden Fall nach der Folge neu starten, alles und so weiter. Und neu installieren, Anna. Würde ich, genau. dementsprechend auch die Lobby würde ich auch nochmal einmal reset, also Kai muss sie resetten. Ja, so kurz Windows neu aufsetzen, danach hat es bei mir immer geklappt. Das ist ein guter Tipp, ja. Genau, Viper, genau. 7000stel schneller. Genau. Ja, man sieht halt eindeutig, wo ich die Zeit verliere. Im zweiten Sektor, da wo es bei mir geleckt hat. Scheiße, ey. Im zweiten Lektor. Im zweiten Lektor, genau. Standing by. Ach ja, Kai, fahr mal vorbei. Ich mein, der ist noch kaputt. Danke, Chef. Du das, Kai? Ja, ne? Yay, oh, du schaffst noch eine Runde. Ach, wer braucht schon DRS? Völlig überbewertet. Ist nicht gut, dass du den deutschen Rechtschreibverein so in den Dreck ziehst, aber. Mann, Kai, geh weg. Boah. So, Spiel, jetzt kannst du langsam wieder mal einen Flügel reparieren hinten. Diese Lags, ey, das ist so nervig. Krass, Alter. Ja, die haben mir 15 eben in der Runde gekostet. Ja, das hat mir bei mir auch mindestens 15 gekostet. Zwei massive Lags gehabt. Ich hatte vor Ende Sektor 2 6 im Delta und auf einmal war es bei 0. So ganz heftig war es nicht bei mir, aber es hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Kam ja noch dazu, dass mein Heckflügel ja nicht funktioniert. Aber so viel Zeit nimmt das gar nicht. Na gut, es gibt ja nur diese eine DRS-Zone. Ja, zwei. Startziel und
Ja, unter der Brücke vor der Askari. Ach stimmt, da ist ja auch einer. Hi, warst du das? Ich weiß nicht, deine Stühle um mich fahre. Hat voll Ärger, glaube ich, oder? Ja, hab kurz mein Lenkrad losgelassen, war ein Fehler. Du hast nämlich auch so einen Schwung nach links gekriegt, hab ich gesehen. Nee, weil Kai ist gerade durch seine Spin-Kurve gefahren. Er macht wenn er nur ganz komische Geräusche. Ich mach keine komischen Geräusche. Der hat noch keine richtige Runde gefahren. Also Kai, so langsam mach ich mir Sorgen. Nee, ich wollte von hinten starten, last to first. Brauchst auch mal eine Challenge, sagst du? Ja, ist der Satz einfach. Ist ja auch letzte Rennen, ne? Kann man mal halt riskieren. Ich mein, wenn Windschatten, dann hier, ne? Ja, und wenn Flügelschatten, dann hier. Ja, ja, bei den Kurven, die keine sind, sondern nur Mistschikanen. Yay, der Flügel geht wieder. Wuhu. Ja, Kai, ja, da nicht in den ersten gehen. Was machst du denn da? Halt die Fresse. Ja, nee, jetzt, es läuft ja nicht. Da muss ich jetzt coachen. Nein, halt dein Maul, sonst läuft es noch weniger. Sonst schieße ich im Rennen ab, Kai, muss ich sagen, das zieht. Los, wir kutschen alle, Kai. Ah, das ging. Mensch, Kai, runter in den vierten. Ja, tatsächlich. Auch da ein Gang zu hoch, ja. Und das war ja wieder klar. Halt dein Maul. Schieß dich ab. Der letzte Rennen kann ja keine Konsequenz mehr kommen. Ja, ich weiß ja gerade, wo du wohnst. Was ist du wohnst, Alter, ey? Pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Alter, diese Lags, Ego. Das ist so nervig. Ja, es ist wirklich nervig, sowas. Alter, wie spät hast du da gebremst? Vor allem, ich habe das in diesem Spiel noch nie gehabt. Ich habe in diesem Spiel keine Lags gehabt, das ganze Jahr über. Ja, ist ja auch eine Kurve. Ja, aber sauspät. Jetzt ist zu warm jetzt wahrscheinlich. Na, wahrscheinlich. Ja, moin. Ja, moin. Versuch's auch mal mit Intermediates. Da hast du im Kiesbett ein bisschen mehr Grip. Versuch's mit Tesa, vielleicht kriegst du damit einmal gestoppt. Ja. Hast du noch einen Reifensatz? Naja, der eine ist ja praktisch nicht angefahren. Ja gut, mit Zocht wirst du wohl nicht nochmal das überbieten, wa? Ich fahr trotzdem nochmal raus. Okay. Da ist ja nur 2% drauf auf sein. Ich hab Platz ist geil. Genau, aber genau. P6. Aber er hat das Auto auch einmal ins Kiesbett geschmissen, also von dem her passt das schon. Danke, Leck. Danke. 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 Hier mitfahren. Ah. Ich schalte immer, wenn ich in die Box bin, in der ersten Runde. Das ist auch nicht so. Das würde aber knapp sein, ne? Hallo! Schneller, alles zerstört! Yeah! Die ganze Karriere. Ja, das, ja, egal, die muss jetzt echt rausfahren, oder was? Oh Mann. Ich muss jetzt echt rausfahren, ja, sag das mal meinen Mechanikern. Wofür werden die hier bezahlt hier? Ja, werden sie auch nicht, merkt man. Ach komm schon, Mechaniker, pack mein Auto schnell rein. Hey. Ist schon in der Box? Ja, ja, er schiebt grad rein. Drin. Hast noch 2 Minuten. Ja gut, für ein, ja. Boah, komm, ja, ist ja doch ein Schaff. Toll, damit ist eigentlich schon verkackt. Bei mir auch, weil sie mich jetzt erst reinschieben. Haben wir jetzt eine Minute fürs Reinschieben gebraucht. Ja, du kannst schon ballern, Ray, mach mal.
genau. Zack. Aber bist du der Force Ranger hinter mir? Nee. Das ist. Bleibst du draußen, aber sonst wird's mal. Nee, jetzt werde ich hier rausgelassen. 1,30, ja. Dürftest du nicht mehr schaffen. Ah! Der muss jetzt richtig knallen. Runde. Hä? 1,22, jetzt ist gegessen. Hä, warum? Ich bin bei 2 Minuten 30. Ja. Sorry, Kai. Ich kann es leider auch knicken, weil mein Teamkollege im Weg stand. Sonst hätte ich es noch geschafft. Ja genau, Ray, mit Verkehr oder was? Ja, dank Verkehr sogar, wegen Windschatten. Die ganze Zeit geguckt, ah scheiße, jetzt kriegt er die beiden Renaults noch und so. Ja, Ego hat aber super Platz gemacht. 5. Und, Hülkenberg muss ein bisschen noch warten. Ernsthaft, jetzt fällt mein DRS aus. Oh, wie bei mir. Oh, wow, ich gehe auch gerade auf die schnelle Runde, DRS fällt aus. Ja, ich habe halt in die zweite Schikane, habe ich glaube ich ein bisschen zu krass gecuttet, glaube ich. Habe ich auch gedacht, sah eng aus. Ja. Ja, aber danach hatte ich ja dann wieder so ein mega Leck und ich glaube, dann gleicht sich's wieder aus. Bist du noch bei die Linie gekommen? Ja. Ehre. Also Verwarnung kam keine, aber gut, das ist ja bei dem Spiel eben manchmal ein bisschen komisch. Nur bei Corner Cut gegen Streng hättest du schon eine aberkannte Runde bekommen. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also. Da ist das Spiel wirklich extrem. Ja, und beim anderen zu harmlos. Ich finde sowas dazwischen wäre nicht schlecht. Ja. Alter, die Lags, Alter! Ohne DRS kannst du nichts machen. Meine Zeit stammt ohne DRS. Das wäre es also wieder. Und das wurmt mich halt jetzt noch mehr, weil mich ein Lag halt. Ja, ich fahre übers Ziel und mache meine Reifen noch mehr kaputt. Bist du bescheuert? Ist doch gut, ist doch gut. Genau, Kai. Wäre noch mehr gegangen. Der rechnet dir ja sonst nochmal eine Runde drauf, wenn du jetzt über Ziel fährst. Weiß ich Marvin. Nicht. Ja, das ist so. Ja. Deswegen fahre ich ja rein, weil ich werde ja mit den Reifen starten müssen. Ich bin bei Null über die Linie. Wow. Alter, wie knapp auch. Ey. Jo, 60.000stel. So von 3 bis 7 sind die Rundenzeiten echt knapp beisammen, ne? Geil, ey, ein Kai- und Marvin-Sandwich. Mm. Ja, aber meine Rennspeed ist deutlich unter dem, was im Quali irgendwie ging, ey. Das, also klar, das war langsamer im Rennen, aber so verhältnismäßig gesehen ist überhaupt nicht gut. Ich krieg Fahrzeug vorne irgendwie nicht irgendwie rum. Also das schiebt extrem über die Vorderachse. Also gerade in Lesmos unerträglich zu fahren. Na dann, Ray. GZ zur letzten Pole. 1,21,5, Respekt. Gibt einen extra Punkt. Ah, ne, machen wir nicht, ne? Nee. Ja, gut, dann soll es gewesen sein. Wie gesagt, ich bin da ganz ehrlich, die Schikane war schon, glaube ich, zu krass gecuttet. Aber ja, ich glaube, das macht es dann auch nicht mehr fett am Ende. Wie gesagt, da waren ja auch krasse Lecks dabei und so weiter und. Ne? Egal. Auf jeden Fall das Rennen. Nochmal ein anderes Thema. Schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein. Alle Sichten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns dann beim großen Finale der F1 Mega Coop. Bis dann. Ciao. 14 Uhr morgen. Tschüss. Tschüss. Ciao.